Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Montag früh und heute beginnt die Waldwoche. Ich habe dem Lias eine halbe Banane aufgeschnitten, ein paar Käsescheiben, dann hier so ein Salami-Stick und dann ein Brot mit Wurst und Käse. Genau, das kriegt er heute mit. Und jetzt gehe ich die Jungs mal wecken, fertig machen und dann geht's ab in den Kindergarten. Wir müssen nämlich aller spätestens um 7:45 Uhr die Kids abgeben. Hallo ihr Lieben, einen schönen guten Morgen. Nochmal richtig. Ich habe die Jungs jetzt in den Kindergarten gebracht. Genau, ich muss die auf jeden Fall die nächsten Tage früher wecken. Das ist immer so eine Sache bei den Jungs. Entweder die sind um 6 Uhr morgens wach und man denkt sich so, what the beep? Oder die schlafen und schlafen und schlafen, man muss sie wecken und dann kommt gar nichts irgendwie in die Gänge. Weil normalerweise, also wirklich, wir brauchen morgens 10 Minuten. Die machen sich fertig, ziehen sich an. Und dann geht's raus, weil die ja im Kindergarten das Frühstück bekommen. Deswegen müssen wir ja zu Hause uns nicht irgendwie um Frühstück und Co. und keine Ahnung was kümmern. Und ich habe sie dann vorhin um so 20 nach ungefähr geweckt. Aber wir mussten ja auch um 20 vor wieder, also los spätestens. Weil diese Waldwoche, die findet ja mit den ganzen Vorschulkindern statt. Das heißt, da müssen sehr viele Erzieher mit dabei sein. Das heißt wiederum, dass sie dann nicht genug Erzieher im Kindergarten haben, um noch weitere Kinder zu betreuen, die zu spät gekommen sind. Also wenn man wirklich nach 7:45 Uhr kommt, dann wird man mit dem Kind wieder nach Hause geschickt, weil die keine Kapazität haben, dass man sagt, okay, du bist jetzt zu spät, dann bleib halt im Kindergarten. Keine Kapazität. Deswegen, ja, muss man da natürlich dahinter sein, generell pünktlich zu sein. Ja, aber ich habe sie pünktlich abgegeben. Alles ist gut. Ja, auch wegen Lias seiner OP. Ich glaube, ich habe gar keinen Update mehr gegeben. Es ist wirklich alles super gut verheilt. Es ist alles super. Also er hat nicht einmal Schmerzmittel bekommen. Das ist richtig krass. Nächste Woche Montag haben wir ja den zweiten bzw. auch letzten Kontrolltermin. Und ja, ist aber alles super. Also der hat ja auch die letzten 2 Tage schon draußen, oder die letzten Tage, nicht die letzten 2 Tage, die letzten Tage auch draußen mit den Kindern gespielt und so weiter und so fort. Aber ja, ich stehe jetzt hier gerade auf dem Rewe-Parkplatz und werde jetzt mir endlich mal mein frisches Brot holen, in der Hoffnung, dass es da ist. Genau, ich hatte noch irgendwas auf der im Kopf gehabt auf der Liste, was ich hier holen wollte, und jetzt weiß ich schon wieder nicht was. Jetzt muss ich schon mal scharf nachdenken und mal gucken. Genau. Ansonsten gucke ich mal, was ich heute alles vorarbeiten kann. Das würde ich nämlich heute gerne machen, dass ich Videos vorproduziere. Dass ich so ein, zwei Videos im Petto habe sozusagen, die ich online stellen könnte, falls ich es nicht schaffe, im Krankenhaus oder danach irgendwie Videos zu schneiden, dass ich so nur 2, 3 Stück wäre ganz nice. Und es dürfen dann halt aber keine Vlogs sein, weil meine Vlogs müssen ja regelmäßig nach Datum sozusagen online kommen. Aber auch da versuche ich jetzt mal 2, 3 Vlogs vielleicht zu schneiden. Und dann dachte ich mir, ich habe noch ein DIY mit Windeln. Genau, mit diesem Ballon, das möchte ich schneiden, und meine Kliniktasche. Und das werde ich einfach so weit aufschieben, denke ich, weil das sind jetzt keine Sachen, die jetzt sofort online kommen müssen, dass ich einfach dann, wenn es soweit ist und ich irgendwie einfach nicht dazu komme, vielleicht auch weil meine Schwester dann entbindet oder, dass ich einfach so ein paar Videos habe, so auf Reserve, sage ich mal. Genau. Ja. Das möchte ich heute so machen. Das habe ich die letzten Tage nicht so hundertprozentig geschafft. Der Lias war ja jetzt seit Dienstag zu Hause und jetzt ist er ja wieder im Kindergarten. Das heißt, ich kann jetzt auch wieder ganz normal voll arbeiten. Ich habe zwar schon gearbeitet in der Zeit, wo er zu Hause war, aber ich habe natürlich auch viel mit ihm halt eben gemacht, gespielt und so weiter. Eben wo, also die, so Dienstag, Mittwoch hat er so schon sehr hart gechillt, aber danach die Tage war Party angesagt. Also da war nichts hier mit Chillen und keine Ahnung was. Klar habe ich zu ihm gesagt, hey, ich muss jetzt mal ein paar E-Mails machen und sowas, weil ich muss ja trotzdem weiterarbeiten, auch wenn die Kids zu Hause sind, auch wenn Ferien sind und sowas. Geht ja nicht anders. Aber ich denke, wir haben eine ganz gute Mischung hinbekommen, dass ich gearbeitet habe und dass ich mich aber auch genug um ihn gekümmert habe. Und er war aber auch immer wieder draußen dann mit den Nachbarskindern und so weiter, spätestens wenn der Samu dann zu Hause war und so weiter, ja. Genau. So, jetzt hören wir mal auf zu quatschen. Ich bin
todesmüde, unglaublich. Ich bin gestern super früh auf der Couch eingeschlafen. Also ich glaube schon um 9 Uhr oder sowas bin ich einfach, war ich weg vom Fenster und bin dementsprechend natürlich heute Morgen sehr früh aufgewacht. Irgendwann vor 6, ich weiß es gar nicht. Als ich auf die Uhr geschaut habe, das allererste Mal war es irgendwas nach 6. Bin um 7 dann irgendwann mal aufgestanden, weil ich gedacht habe, so, jetzt kannst du ja mal die Frühstücksboxen, sowas alles vorbereiten. Aber jetzt bin ich gerade schon wieder so müde. Ich habe das Gefühl, meine Schwester hat das auch die letzten Tage berichtet. Meinte auch irgendwie, die Kleine bewegt sich ganz, ganz wenig, viel weniger als davor. Und sie ist irgendwie dauermüde. Und ich habe das auch. Das ist so krass. Also wie wenn der Körper richtig runterfährt, die letzten Reserven sozusagen auftanken will für Geburt. Ja. Also ich könnte gefühlt, das ging mir die letzten Tage ständig so. Ich könnte den ganzen Tag mich hinlegen und schlafen. Aber nicht nur hinlegen und chillen, sondern wirklich schlafen. Und das ist bei mir nie der Fall. Ich schlafe nie über den Tag oder sowas, ja. Habe ich jetzt auch nicht gemacht, weil ich einfach noch zu viel in meinem Kopf hatte, was ich halt noch erledigen möchte. Werde ich wahrscheinlich auch heute nicht machen, aber eigentlich sollte man sich's gönnen, weil wann kann man das denn in Zukunft dann mal machen? Ja, weil man kriegt immer gesagt, ja, wenn das Kind schläft, dann musst du auch schlafen. Ja, wenn es dann nachts wach ist und ihr beide übermüdet seid, dann musst du schlafen, wenn das Baby dann am Tag schläft und so weiter. Ja, das gilt vielleicht für Mütter, die tatsächlich dann einfach nur zu Hause sind, um sich um das Baby kümmern. Aber für Leute, die selbstständig sind, gilt das Ganze nicht. Man hat keinen Auszeit sozusagen, Elternzeit, was weiß ich, wie das alles heißt. Ja, ich kenne auch nicht mal die Begriffe. Also wirklich, ich hatte ja bei den letzten zwei Geburten bin ich ja wirklich mit dem Laptop ins Krankenhaus und habe dort tatsächlich, wenn die Jungs geschlafen haben, Videos geschnitten oder am Handy war ich immer gewesen und habe E-Mails beantwortet oder irgendwas gemacht. Also es gab oder halt eben gefilmt. Klar gab es dann vielleicht mal die Situation, dass dann nicht jeden Tag ein Vlog online kam, sondern dass dann mal irgendwie einen Tag auch nichts kam oder sowas. Aber ich habe nicht einfach so vielleicht mal ein, zwei Monate ausgesetzt oder sowas. Das ist überhaupt gar nicht möglich. Also es kann sich kaum ein Selbstständiger erlauben, einfach mal zu sagen, so, ich war jetzt gar nichts. Ja, also das funktioniert nicht. Und gerade bei YouTube ist es ja auch so eine Sache. Das ist ja immer alles sehr, 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 sehr krass. Wenn du einfach mal eine Woche nichts hochlädst, dann rutschst du einfach so sehr nach unten, sowohl bei YouTube als auch bei Instagram, in diesem ganzen, wie soll ich sagen? Ach, ist auch egal. Ich will gar nicht jetzt so sehr ins Detail gehen. Aber das Ding ist, wenn du regelmäßig postest, wirst du regelmäßig deinen Zuschauern angezeigt. Wenn du unregelmäßig postest, dann wirst du immer nur einen kleinen Teil deiner Zuschauer angezeigt. Und je nachdem, wie die darauf reagieren, wirst du dann weiteren Zuschauern angezeigt oder eben auch nicht. Es sei denn, jemand hat dich wirklich mit der Glocke abonniert und bla und keine Ahnung was, ja. Aber ansonsten hast du echt Pech gehabt. Das ist so, 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 so nervig. Und ja, also der gute Algorithmus, sagen wir es mal einfach so, in Kurzversion. Deswegen, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache jetzt mal einfach eine Woche nichts, dann muss ich mindestens 1,5, 2 Monate ungefähr dafür kämpfen. Wirklich, da muss ich jeden Tag konstant was liefern, damit ich wieder an dem Stand bin, wie davor sozusagen, bevor ich mir einfach eine Auszeit genommen habe. Das ist wirklich absolut crazy. Und ich habe da keinen Bock drauf. Und das hatte ich das ja schon öfter mal gewesen, dass irgendwas, was heißt öfter, ist jetzt übertrieben. Also in den ganzen Jahren, wo ich YouTube und Instagram mache, gab es relativ selten irgendwelche Fälle, wo ich einfach mich mal eine ganze Woche nicht gemeldet habe. Ich weiß gar nicht, ob es jemals vorgekommen ist. Dass mal 2, 3 Tage was ist, aus was für Gründen auch immer. Und es hatte dann aber immer irgendwas mit Krankenhaus, krassen Krankheiten, wenn ich gar nicht mehr nichts machen konnte, so in etwa, dann hatte das immer was damit zu tun. Aber ansonsten, ja, weil auch ich krieg immer wieder geschrieben von Zuschauern, gönn dir doch nochmal eine Auszeit und genieß doch jetzt mal die Kennenlernphase und mach doch mal dies, das, Ananas. Oder wenn es dir nicht gut geht, dann lass es. Wir brauchen nicht jeden Tag ein Video.
Das ist einfacher gesagt als getan, weil, wie gesagt, da steht keiner hinter mir. Und keine Ahnung, wenn ich mal krank bin, dass ich Krankengeld bekomme. Wenn ich krank bin und nichts liefere, dann kriege ich nichts. Dann habe ich 0 Euro. 0. Das ist dann sozusagen scheißegal, ja. Da ist niemand, der irgendwie hinter mir steht und ich da irgendwie so eine Absicherung habe oder keine Ahnung was. Klar, für krasse Fälle, wenn irgendwas Krasses sein sollte, hat man natürlich seine Versicherungen oder Ersparnisse oder klar, mein Mann ist da und so weiter. Aber vom Grundsatz ist es halt so, wenn es mir schlecht geht, dann geht es mir schlecht, dann ist es halt eben so. Es interessiert aber niemanden. Wie gesagt, ich kann nicht einfach so krank machen oder einfach mal sagen, oh, ich chill jetzt mal 2 Tage oder ach, ich habe ein Kind bekommen, ich nehme mir jetzt einfach mal eine Auszeit oder sowas. Funktioniert einfach nicht. Und deswegen, ja, habe ich einfach vor, mal so ein paar Videos vorzuschneiden, vorzuproduzieren, damit ich einfach so ein bisschen ein paar Backups sozusagen habe. Genau, ich bin auch am Überlegen, was ich für Videos drehen könnte, abgesehen von einem Vlog, dass ich das dann sozusagen vorschneiden kann und hochladen kann und dann online stellen kann, wenn ich einfach gerade nicht dazu komme, einen Vlog online zu stellen. Muss ich mal gucken, was ich da noch so machen könnte. Weiß ich jetzt auch gerade nicht. Mal gucken. So, so viel wollte ich gar nicht schnattern. Ich gehe jetzt mal in den Rewe, hole meine paar Sachen und dann ja, gucke ich mal, wie ich mich heute melde. Weil wie gesagt, heute ist eigentlich angesagt, am Laptop zu kleben und zu schneiden, zu schneiden, zu schneiden. Ein Video nach dem anderen. Das habe ich mir eigentlich so für heute vorgenommen. Genau. So, ich bin wieder daheim und das ist alles beim Rewe mitgekommen. Einmal mein Brot, weswegen ich hingegangen bin. Ich musste tatsächlich 12 Minuten warten, deswegen ist es noch richtig schön warm. Yummy, da freue ich mich sehr drauf. Dann hier diese Soße sollte ich für meine Schwester mitnehmen. Dann habe ich für die Jungs 2 Zeitschriften und 2 Haribo mitgenommen. Das bekommen sie im Krankenhaus von Lara geschenkt, sozusagen. Wenn sie kommen, kriegt jeder eine Zeitung und jeder ein Haribo. Das ist eigentlich eine ganz süße Geste, wenn man ältere Kinder hat, dass das kleine neue Geschwisterchen so ein Geschenk mitbringt. Ich habe das mal irgendwo gesehen gehabt und fand das eigentlich super, super süß. Es muss nichts Großes sein. Da werden sie sich super drüber freuen. Und so ein Laugenbrötchen für später für die Jungs. Chio-Chips waren im Angebot, wollte ich unbedingt mitnehmen. Dann hier diese Spinatnudeln, auch diese Leibniz-Kekse, die essen die Jungs super gerne. Die waren auch gerade im Angebot, Nutella war gerade im Angebot. Eine Gurke, Nelken-Zimt-Stangen, damit wird ein Tee gemacht, genau, für meine Schwester und für mich dann irgendwann mal auch, wenn es dann dazu kommen sollte. Dann habe ich hier dieses Buch gesehen und fand es so, so, so genial. Da kann der Lias dann nämlich rechnen, 5 plus 3 und dann hier die Zahl hinschreiben mit diesem speziellen Stift, weil das kann man dann auch immer wieder wegwischen. Das ist halt das Geniale, dass man es immer und immer wieder benutzen kann. Und wenn er alles durchgerechnet hat, kann er hier das an der Seite rausziehen. Ja. So. Und dann stehen da nämlich die Ergebnisse. Dann kann er kontrollieren, wo hat er was richtig gemacht oder eben falsch. Und hier ist ja, 2-mal, glaube ich, addieren und ich glaube, subtrahieren ist auch 2-mal mit dabei. Ja, genau. Und hier nochmal durcheinander sozusagen, ein bisschen mehr. Und ja, das fand ich ziemlich, ziemlich cool. Das war auf 4,99 reduziert sogar. Also ich hätte es auch für mehr mitgenommen, weil ich es ziemlich cool finde. Hier steht gerade für 3 plus. Welches 3-jährige Kind kann denn Plus und Minus rechnen? Weiß ich nicht. Kann ja sein, aber das fand ich ziemlich, ziemlich cool. Und dann habe ich von Tesa diese Power Straps mitgenommen. Das sind einfach die genialsten Dinger überhaupt. Damit habe ich im ganzen Haus die ganzen Bilder dran gemacht an die Wand, ohne zu bohren. Also hier zum Beispiel unsere ganze Bilderwand oder auch hier die Sachen. Da ist nirgendwo ein Loch gebohrt oder eine Nadel drin. Das ist nur diese Geschichte hier. Und damit möchte ich jetzt weitere Bilder aufhängen, auch im Kinderzimmer und Babyzimmer, auch bei mir im Zimmer. Und deswegen habe ich mal 2 Stück mitgenommen. Die sind nur, also die sind wirklich richtig, richtig gut. Die halten. Diese Wand habe ich ja jetzt schon irgendwie gefühlt 2 Jahre. Das hält wirklich bombastisch fest. Aber die kosten auch 4,99 eine Packung. Also ja, nicht ganz günstig, aber wirklich, die halten, was sie versprechen. Die sind bombastisch fest. Ja, so, das verräume ich jetzt einmal schnell und dann frühstücke ich endlich. Oh, ich mich freue auf dieses warme, leckere Brot. Einen wunderschönen guten Morgen, Tag Nummer 2.
Der Elias hat sich, ich wollte eigentlich Äpfel schneiden, aber er wollte wieder Banane haben. Ein paar Käsescheiben, das liebt er immer so, die einfach so zu snacken. Und ein Laugenbrötchen mit Putensalami. Das gibt's heute. So, wir haben 20 vor 8. Um 7:45 müssen wir ja da sein, wegen dem Waldtag. Und das ist das erste Mal seit Wochen, dass ich mal wieder geschlossene Schuhe anhabe. Voll unangenehm, ganz ehrlich. Aber es ist so kalt. Einen wunderschönen guten Morgen. Boah, bin ich müde, hab ich Rückenschmerzen und alles tut mir weh. Oh Mann, ey. Gestern bin ich nach dem Frühstücken, habe ich mich tatsächlich auf die Couch gelegt und habe dort mein Video geschnitten, weil ich Todesrückenschmerzen hatte. Ich meine es wirklich ernst, Leute. Ich hatte so schlimme Rückenschmerzen. Ich konnte einfach nicht auf dem Stuhl sitzen bleiben. Das ging gar nicht. Und deswegen habe ich mich dann auf die Couch gesetzt. Halb sitzend, halb liegend und habe dann dort mein Video geschnitten von gestern. Ja. Und habe da eigentlich gefühlt den ganzen Tag verbracht auf der Couch, muss ich echt sagen. Ich bin nur aufgestanden, um Mittag zu essen. Es gab Wraps von vorgestern. Und genau. Und irgendwann habe ich dann die Kids abgeholt. Das war's, das war mein Tag gestern. Ich habe eiskalt nichts anderes gemacht. Ich hatte wirklich, wirklich starke Rückenschmerzen. Als die Kids da waren, habe ich auch so relativ auf der Couch gelegen. Und immer mal wieder an meinem heutigen Video rumgeschnippelt. Genau, weil die Kids sehr viel, die hatten oben teilweise gespielt und draußen. Und haben zusammen mit meinem Mann das Trampolin abgebaut und irgendwie, keine Ahnung, waren die alle ständig unterwegs. Und dann habe ich die Zeit genutzt, mein Video zu schneiden. Ich bin tatsächlich fertig geworden. Also das Video für heute ist fertig, voll nice. Und ich bin dann aber irgendwann gegen 6:30 Uhr ungefähr in die Badewanne gegangen, weil ich gesagt habe, das geht gar nicht, ich habe so Rückenschmerzen, das war so eklig. Und dann war ich vielleicht so eine halbe, dreiviertel Stunde ungefähr in der Badewanne. Und dann hat wieder aus dem Nichts, so wie es das vorletzte Mal gewesen ist, haben einfach meine Beine wieder angefangen zu brennen. Leute, ich habe keine Ahnung, was das ist. Das kam aber nicht wie beim letzten Mal, war es ja so, dass es bei den Oberschenkeln unten so ein bisschen angefangen hat zu kribbeln, dann leicht zu brennen, dann ging das in die Waden runter und irgendwann hat alles richtig gebrannt, wie wenn ich irgendwie durch die Brennnessel gelaufen wäre. So hat sich das ja das letzte Mal angefühlt und es war auch rot und so weiter und so fort. Und da hatte ich aber einen normalen Badezusatz gehabt. Und von der Wassertemperatur war auch alles normal sozusagen. Also weder das, was man halt eben darf. Es war auf jeden Fall nicht zu heiß. Und seitdem mir das ja passiert ist, habe ich jetzt beim letzten Mal, wo ich gebadet habe und gestern, nur Babybadzusatz gemacht, dass da auch wirklich nicht irgendwie die Haut komisch reagiert wegen irgendwelchen Parfums, Gerüchen oder weiß der Geier was. Also ich habe wirklich nur Babybad benutzt. Und ja, auf die Wärme habe ich ja sowieso schon die ganze Zeit geachtet. Auf jeden Fall hat es dann wieder angefangen zu brennen, aber plötzlich komplett, also so von jetzt auf gleich hat es angefangen zu brennen, ohne dass es angefangen hat, erstmal leicht zu kribbeln und so komplett auch die Beine, nicht wie letztes Mal erst oben, dann unten, sondern komplett. Und dann habe ich aber gar nicht lange rumgemacht und bin direkt aus der Wanne raus, weil ich hatte da gar keine Lust drauf, dass da irgendwie, keine Ahnung, dass es dann stärker wird und rot und was weiß ich was. Also ganz, 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 ganz komisch, definitiv. Aber ja, die Haut reagiert halt anders in der Schwangerschaft. Das kann halt einfach mal sein. Das muss gar nicht großartig irgendwas zu heißen haben. Ich werde es natürlich das nächste Mal bei der Frauenärztin berichten. Ich habe es das letzte Mal tatsächlich nicht gemacht, weil ich ja danach noch mal gebadet hatte und nichts hatte. Also das letzte Mal, als ich ja gebadet hatte, war ja nichts. Das war jetzt gestern und das vorletzte Mal. Also, I don't know, ganz komisch. Ja. Und ich bin dann raus und dachte mir, ach, dann gönnst du dir mal solche Wadenwickel, die man auch bis zu den Beinen hochschnüren kann, weil die relativ, also die sind schon sehr lang. Und eine Tuchmaske für den Bauch.
Ja, ich dachte mir so, wenn nicht jetzt, wann dann? Weil das ist ja sehr schön kühlend und die Bauchmaske finde ich auch mega. Die ist schön kühlend, da ist Aloe Vera drin, das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Also da kann man echt gar nichts sagen. Aber diese Wadenwickel, ich konnte es nicht aushalten. Ich habe sie nicht lange drauf gelassen. Man sollte sie 10 bis 15 Minuten drauf lassen. Ich hatte sie vielleicht 10 Minuten drauf, maximal, vielleicht sogar weniger. Ich glaube sogar eher weniger. Auf jeden Fall, da ist ja unter anderem Minze drinne, was halt einfach, das soll so für müde, schwere, schlappe Beine in der Schwangerschaft sein. Gerade wenn man im Sommer den ganzen Tag gelaufen ist und so richtig Beinschmerzen hat oder so, und dann kann man das sich draufwickeln. Das soll dann halt erfrischend wirken. Aber das hat gebrannt. Das hat gebrannt und ich glaube jetzt gar nicht großartig, dass es was mit der Geschichte davor zu tun hatte von der Badewanne, weil als ich aus der Badewanne raus bin und mich abgetrocknet habe, haben meine Beine nicht mehr gebrannt. Es war alles in Ordnung gewesen, weil ich sehr schnell reagiert hatte einfach. Es war alles in Ordnung gewesen und das war auch bestimmt, keine Ahnung, vielleicht so 20, 25 Minuten später oder sowas, dass ich mich dann auf die Couch gelegt habe mit einem Handtuch drunter und habe dann mir die Bauchmaske und diese Wadenwickel gemacht. Und diese Wickel, das hat sich wirklich, kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr einen zu scharfen Kaugummi habt und es so ein bisschen, dass es schon nicht mehr erfrischend ist, sondern einfach so ein leicht brennt im Mund. So war das gewesen. Es hat wirklich gebrannt auf der Haut. Jetzt nicht gebrannt so richtig, wie wenn ich jetzt Brennnessel angefasst hätte, aber es war schon so dieses over the top frisch. Das war zu viel gewesen einfach. Ich hatte das auch auf Instagram gepostet gehabt, dass ich die Tuchmaske vom Bauch cool finde, aber die Wadenwickel nichts für mich sind, weil ich die nach kurzer Zeit weggemacht habe, weil die einfach echt so leicht gekribbelt, gebrannt haben. Da habe ich tatsächlich Nachrichten bekommen. Da hat mir eine geschrieben, dass es bei ihr auch so war, dass sie es nach 1, 2 Minuten abgemacht hat, weil es voll gebrannt hat bei ihr. Und ja, auf jeden Fall habe ich das dann abgemacht. Also voll der Flop, wirklich voll der Flop. Und was ich dazu sagen muss, in der Badewanne, meine Beine haben ja nur unten gebrannt. Aber mit diesem Wadenwickel haben meine kompletten Beine haben gebrannt. Also wirklich überall, wo ich die drauf hatte. Und ich habe die ja wirklich so bis zu den Oberschenkeln gemacht. Also wirklich auch oben die Beine, Schienbeine und sowas, alles hat so, ja. Das war einfach unangenehm. Vor allen Dingen das Unangenehmste ist, ich habe das abgemacht und es war dann nicht weg, sondern es hat locker, locker 45 Minuten, eine Stunde hat es noch so gekribbelt, gebrannt. Die ganze Zeit habe ich mir gedacht, so komm, geh in die Dusche und dusche das Zeug einmal schnell ab, ja. Aber ich war so faul. Ich habe dann mit den Resten von der Bauchtuchmaske bin ich so über die Beine gegangen, in der Hoffnung, dass dann da so ein bisschen Aloe Vera drauf kommt und es so ein bisschen sanfter wird und so weiter. Aber das hat noch ganz schön lange gekribbelt, gebrannt, wie auch immer man es nennen möchte. Also voll der Fail. Und ich habe ja noch so eine Wadenwickelmaske. Ich habe zu meiner Schwester gesagt, du kannst die haben. Du bist da ja nicht so, was so, die liebt ja auch so Kaugummis mit so Minze und diese Schärfe und keine. Ich esse ja auch gern scharfes Essen, aber diese Minze, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und ich liebe auch frische Minze zum Beispiel, aber das war echt nicht meins. Sie will es gerne mal testen. Mal sehen, was sie dazu sagen wird. Kann ich ja dann mal in einem Aufgebraucht-Video berichten. So. Ja, das war der gestrige Tagabend. Heute früh ist mein Mann ja nach Frankfurt gefahren. Meine Jungs und ich sind dann jetzt irgendwann gegen 7, kurz vor 7 aufgestanden, haben uns in Ruhe fertig gemacht und habe die jetzt in den Kindergarten gebracht. Und ich stehe jetzt hier gerade bei Lidl, weil ich ein paar Kleinigkeiten holen möchte, die ich gestern beim Rewe nicht holen wollte, weil ich einfach so, man hat so seine Lieblinge, gell, aus bestimmten Läden. Unter anderem kaufe ich ja immer meine Wurst, die ich morgens esse, hier beim Lidl. Das ist so meine Lieblingswurst und die kaufe ich auch nirgendwo anders. Und die ist unter anderem leer, die muss ich jetzt mal holen. Genau, und ja, dann gehe ich erstmal was frühstücken. Ich habe so einen brutalen Hunger. Und ich habe heute Nacht so beschissen geschlafen. Anders kann ich es nicht sagen. Ich hoffe sehr, dass heute weder meine Schwester noch ich irgendwie Wehen oder sowas bekommen. Ich habe übelste Rückenschmerzen. Also gerade hier oben an der Schulter. Brutal. Also wirklich brutal. Ich bin nämlich auf der Couch dann abends eingeschlafen.
und habe auch richtig gut geschlafen. Und hat mein Mann mich irgendwann hochgebracht. Und dann war ich erstmal wieder so halb wach. Ich hasse das, wenn mir das passiert, wenn ich hochgehe und nicht direkt einschlafen kann, sondern so halb wach bin. Das ist mir gestern passiert. Es hat sehr lange gedauert, bis ich wieder eingeschlafen bin. Ich werde 50.000 Mal schneiden müssen, weil ich hier schon 80 Mal gegähnt habe, seit ich im Auto sitze. Katastrophe. Meine Schwester, also ich weiß auch nicht, was mit der los ist. Die ist immer so lange wach, unglaublich. Und dann schläft sie natürlich, hat sie natürlich noch, noch die Möglichkeit, morgens auszuschlafen. Ich sag's euch, ey, wenn die Kleine da ist, ich freue mich drauf, weil dann geht sie mal früher schlafen. Die hat mir um 23.20 Uhr drei WhatsApp-Nachrichten geschrieben. Irgendein Schwachsinn, was niemanden interessiert. Das macht die immer. Die schickt mir nachts, wirklich gefühlt nachts, irgendwelche Nachrichten, wo ich mir denke, so schlaf doch. Schlaf einfach. Und ich habe mir mein Handy aktuell die ganze Zeit immer, ich habe mein Handy normalerweise nachts auf lautlos, weil ich mir denke, es gibt immer irgendwelche Helden, die meinen, mir nachts irgendeinen Schwachsinn schicken zu müssen. Ich werde davon wach. Und ich bin halt einfach ein Kandidat, der wach wird und nicht direkt wieder einschlafen kann. Und das ist das, was mich dann halt so ärgert. Und ja, das hat sie mir gestern wieder irgendeinen Schwachsinn geschickt. Und ich war dann so, ich habe dann drauf geguckt und habe zwar gesehen, dass sie es ist, aber dass es irgendein Schwachsinn ist und bin davon aber auch so leicht wach geworden. Das hat mich so, so genervt, dass ich mein Handy, das hat mich so genervt in diesem Moment, dass ich mein Handy auf lautlos gemacht habe. Ich gedacht habe, so, boah, wenn ihr mir jetzt noch mehr Nachrichten schickt mit irgendeinem Scheiß und ich davon ständig wach werde, weil wenn es leise ist und wirklich dann so eine Nachricht kommt, das ist wirklich laut, ich werde davon tatsächlich wach. Und ich habe mir nur gedacht, so, okay, mein Mann hat ja sein Handy auf laut, wenn irgendwas ist, dann wird sie schon bei ihm anrufen. Ganz ehrlich, das war in diesem Moment, habe ich mir nur gedacht, so, boah. Und dadurch wurde, ich habe ja eh schon lange gebraucht, bis ich wieder eingeschlafen bin, dann wurde ich dadurch wieder wach. Und habe dann aber die ganze Nacht so unruhig geschlafen, weil in meinem Hinterkopf die ganze Zeit gewesen ist, dass mein Handy auf lautlos ist, dass wenn was ist, dass ich es nicht mitbekomme. So richtig bescheuert. Und habe die ganze Zeit, kennt ihr das, wenn ihr so, ihr seid so gefühlt wach und denkt euch dann so, bei mir war es jetzt die ganze Zeit so, ich denke mir die ganze, habe mir die ganze Zeit gedacht, so, ach, mach dein Handy wieder auf laut. Und war dann aber. War dann immer so dieses so, ja, ich mach's gleich, ich mach's gleich, ich mach's gleich und hab's dann letzten Endes nicht gemacht. Oh Mann, ich habe auf jeden Fall so eine gefühlt halb schlaflose Nacht hinter mir. Hab mich auch ständig von links nach rechts gedreht und mein Rücken tut mir echt weh. Also ich muss mir gleich mal entweder irgendwie so eine Wärmflasche hier oben drauflegen oder irgendwie dieses Massagegerät auspacken. Irgendwas muss ich machen, weil es tut wirklich, wirklich, wirklich weh. Ja, ich möchte heute, genauso wie ich es mir eigentlich gestern vorgenommen hatte, Videos schneiden. Gerade diese Videos, die ich dann vorproduzieren kann, sozusagen. Ja, ich habe es gestern, wie gesagt, habe ich, wobei ich habe ja gestern zwei Videos geschnitten, aber trotzdem, also ja, ich gönne mir einfach gerade so ein bisschen die Ruhe, muss ich echt sagen, weil ich, dadurch, dass ich einfach so schlecht geschlafen habe die letzten Nächte, möchte ich nicht den ganzen Tag mich auch noch zusätzlich verausgaben und irgendwelche Sachen verräumen, machen, tun und keine Ahnung was. Ich habe gestern Abend nur meiner Schwägerin geschrieben, wegen den ganzen Sachen, die ich hier oben habe. Die eine hat schon genug und die andere hat gesagt, dass sie das alles nimmt, richtig nice. Da werde ich sehr wahrscheinlich am Freitag früh alles zu ihr bringen, auch unsere, wir haben noch zwei Bobbycars, also wir haben insgesamt vier solcher komischen, so eine Art Bobbycar. Zwei behalten wir und zwei gebe ich meiner Schwägerin. Genau, und das werde ich dann am Freitag, wahrscheinlich am Freitag, alles morgens hinfahren und dann zum IKEA und dort dann die Einkäufe erledigen. Ich bin echt gespannt. Ich bin so gespannt, wann es bei meiner Schwester losgeht. Unglaublich. Sie hatte ja gestern Frauenarzttermin. Da war alles so ruhig. Keine Wehen, nichts. Alles super. Also ich bin echt gespannt, wann es losgeht. Heute ist Dienstag. Morgen ist sie in der 40. Schwangerschaftswoche. Wow. Krass. Also, ja.
bin echt gespannt, wann es bei ihr losgeht, wann es bei mir losgeht und überhaupt. Also wir sind beide, haben einfach absolut 0,0 Lust mehr auf die Schwangerschaft. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin jemand, der nicht gerne schwanger ist. Also für mich könnte eine Schwangerschaft auch 1, 2 Monate dauern. Das wäre für mich völlig fein. Ich freue mich halt einfach aufs Baby dann. Aber ich bin niemand, der sagt so, oh, ich genieße jetzt es 10 Monate lang schwanger zu sein. Immer mehr Schmerzen zu bekommen, immer mehr Beschwerden. Weil selbst wenn man keine Komplikationen in der Schwangerschaft hat und alles gut ist, spätestens 1, 2 Monate vor Geburt hat jeder seine Wehwehchen. Ich meine, man hat einen riesen Bauch, man hat super viel Blut, manche, also die meisten kriegen ja dann gegen Ende dann auch Wassereinlagerungen. Man hat einfach so viel Gewicht mehr, das geht in den Rücken automatisch. Wenn man so einen großen Bauch hat, geht das in den Rücken rein, egal was man macht, theoretisch. Und da kann mir keiner sagen, oh, voll nice gewesen die letzten 1, 2 Monate. Ich glaube, da meckert jede Frau rum und jeder sagt dann so, okay, jetzt langt's mal, jetzt kann das Baby endlich kommen. Also ich bin da echt so, ne. Ich wäre der Natur dankbar gewesen, wenn eine Schwangerschaft nicht 10 Monate geht, sondern einfach, keine Ahnung, die Hälfte oder sogar weniger. Es ist einfach super anstrengend für den Körper und macht einfach einen so richtig fix und foxy. In der ersten Schwangerschaft ist das ja alles noch relativ easy going, wenn man wirklich sich nur um sich selber kümmern muss. Aber spätestens bei der zweiten Schwangerschaft, wenn man noch ein anderes Kind hat, dann nee. Echt nee. So viel dazu, genug gemeckert. Ich gehe jetzt, ich bin so müde, ich könnte auf der Stelle mich hinlegen hier hinten und einschlafen. Okay, ich gehe jetzt mal die paar Sachen besorgen und dann nach Hause was frühstücken und dann werde ich mich mit meinem Massagegerät wahrscheinlich auf die Couch legen und dort wieder meine Videos schneiden, weil alles andere tut einfach nur weh. Es tut gerade weh, wenn ich hier sitze, tut es einfach alles weh. Naja, ihr Lieben, ich melde mich später. So, wieder daheim und das ist mitgekommen. Darauf hatte ich jetzt halt schon die ganze Zeit wieder Lust. Dieser Joghurt-Drink mit Erdbeergeschmack, so lecker. Aber es gab die Geschmacksrichtung die ganze Zeit nicht. Jetzt gab es sie wieder. Habe hier diese Toastbrötchen mitgenommen. Dann gab es in meiner App die Spaghettis gratis. Also ab 1 Euro konnte man sich irgendwelche Nudeln, Spaghetti oder sowas gratis aussuchen. Richtig nice. Brezel für die Jungs später, dann Geflügelsalami. Und ich habe hier 3 Packungen von diesen Schokolollis mitgenommen. Der Samo wird ausrasten, der liebt die so sehr. Also die kaufen wir immer zu Weihnachten, gibt es die ja. Beziehungsweise um die Weihnachtszeit herum oder auch um die Osterzeit herum. Die sind einfach nur genial. Ich liebe die ja auch, also ja, sind die mitgekommen. Dann habe ich insgesamt 4 Packungen von meiner Geflügel-Leona mitgenommen, von der Wurst. Allerdings habe ich über eine Packung gratis bekommen, weil es gab gerade über die App auch, ich weiß nicht wie viel Prozent. Ich habe bei diesem gesamten Einkauf generell, ich glaube, ich muss gerade mal gucken, 2,35 € habe ich gespart. Also über eine Packung habe ich hier gratis bekommen. Dann die Salzbrezel sind leer. Ich bin süchtig danach momentan. Ganz, ganz schlimm. Einmal so oder auch mit Ove Maltine zusammen. Und sie sind schon wieder leer gegangen. Deswegen habe ich nochmal 2 Packungen mitgenommen. Ein Croissant und hier nochmal solche Tierkekse. Genau. Ja, das war's. Jetzt machen wir endlich mal was zu frühstücken. So, ich melde mich dann ganz offiziell für heute ab. Mein Arm ist so lala, also der tut schon noch weh, aber es geht. Aber mein Rücken, ich habe mir hier hinten eine Wärmflasche hingelegt und mich direkt ins Bett gelegt, dass ich gar nicht erst auf der Couch irgendwie einschlafe oder so. Wir haben jetzt gerade mal 20:21 Uhr. Ich habe gerade mein Video online gestellt. Ich werde jetzt irgendeine Serie gucken und selbst wenn ich jetzt ganz früh einschlafe, dann ist es halt eben so. Ich will einfach nur morgen früh aufwachen und keine Schmerzen haben. Ja, mein Bauch ist auch gut am Start. Also immer wenn ich aufstehe, habe ich ein bisschen Unterleibsschmerzen und einen harten Bauch. Und ja, auf jeden Fall tut sich da irgendwie was. Ja, aber
Ich versuche jetzt, glaube ich, einfach früh einzuschlafen und dann in der Hoffnung, dass ich irgendwann aufwache und einfach keine Rückenschmerzen oder Schulter- und Nackenschmerzen mehr habe. Weil das macht mich gerade so komplett irre. Ja, deswegen, ihr Lieben, würde ich sagen, wir hören und sehen uns morgen wieder. Also macht's gut. Ciao, ciao.